und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Judith Jelena und ich bin die Buchautorin von Das Makramee Musterbuch und Fashion Makramee. Makramee erlebt zurzeit einen wirklich sehr großen Hype und ich möchte dir in diesem Video zeigen, dass Makramee wirklich jeder kann. Der Rippenknoten wird von Anfängern oft als etwas kompliziert oder schwierig empfunden. Wenn man ihn aber einmal raus hat, dann ist er tatsächlich halb so schwer und ich zeige ihn dir jetzt ganz langsam und ausführlich. Wir arbeiten direkt weiter mit unserem aus Kreuzknoten geknüpften Dreieck. Und zwar möchte ich das jetzt mit Rippenknoten sozusagen umranden. Bei Rippenknoten unterscheiden wir von nach rechts geneigten Rippenknoten und nach links geneigten Rippenknoten. Und wir starten jetzt mit dem nach rechts geneigten Rippenknoten. Dafür teile ich mir die Stränge jetzt erstmal auf. Bedeutet, ich nehme mir die Hälfte weg, so dass ich jetzt auf jeder Seite noch 12 Stränge habe. Und dann nehme ich mir den linken Strang und dieser Strang wird mein sogenannter Führungsfaden oder er wird auch Leitfaden genannt. Dieser Strang zeigt uns nämlich einfach den Weg, wo wir lang knüpfen wollen. Und da wir dieses Dreieck ja jetzt hier umranden wollen, legen wir das hier in so einem 45 Grad Winkel über die restlichen Stränge. Ganz wichtig, der Führungsfaden, der zeigt uns wirklich einfach nur den Weg. Er selbst wird nicht verknüpft, sondern es wird mit den restlichen Arbeitsfäden hier einfach nur drumherum geknüpft. Und bei Anfängern passiert das ganz, ganz oft, dass sie den Führungsfaden und den Arbeitsfaden vertauschen. Also achtet da wirklich drauf, dass ihr die nicht vertauscht. Ich nehme mir jetzt also den ersten Arbeitsfaden, das ist direkt der Faden, der hier daneben, neben meinem Führungsfaden unten drunter liegt. Und den Führungsfaden halte ich, wie gesagt, einfach nur hier straff fest. Und dann nehme ich den nächsten Faden und komme von links nach rechts über meinen Führungsfaden drüber. Also lege mir hier so einen Halbkreis sozusagen über meinen Führungsfaden drüber. Und dann komme ich hier nach hinten durch und bei dieser Lücke hier wieder raus. Ich lege mal meine Hand runter, dann sieht man es ein bisschen besser. So sieht das Ganze jetzt aus und den Führungsfaden, wie gesagt, einfach nur festhalten und den Arbeitsfaden ziehe ich mir dann fest, also schlänge mir den sozusagen nach oben. Und bei einem Rippenknoten ist es auch so, dass er immer aus zwei Schlägen besteht, bedeutet, das war jetzt der erste Schlag und dann machen wir dasselbe noch einmal, bedeutet, ich lege mir wieder so eine Art Halbkreis über meinen Führungsfaden und schiebe ihn nach hinten durch und komme dann hier bei der Lücke wieder raus und das ziehe ich mir dann hier einfach wieder fest. Und das ist jetzt mein erster nach rechts geneigter Rippenknoten. Dann nehmen wir uns den nächsten Faden und kommen wieder von links nach rechts in so einem Halbkreis über den Führungsfaden drüber. Und dann hier bei dieser Lücke wieder raus, den Führungsfaden festhalten und den einfach hier nach oben schlängeln. Und das war jetzt der erste Schlag. Um ihn zu vervollständigen, müssen wir dasselbe noch einmal machen. Also wieder von links nach rechts zu einem Halbkreis über unseren Führungsfaden legen und hier bei dieser Lücke wieder rauskommen, Führungsfaden festhalten und den nach oben schlängeln. Das war jetzt unser zweiter Rippenknoten und alle guten Dinge sind drei, deswegen zeige ich Ihnen noch einmal. Das bleibt weiterhin mein Führungsfaden bzw. mein Leitfaden. Und dann komme ich mit dem nächsten Faden hier von links nach rechts über den Führungsfaden drüber und schiebe ihn nach hinten durch und komme dann hier bei dieser Lücke wieder raus. Und um ihn zu vervollständigen, machen wir dasselbe noch einmal. Und so fahren wir jetzt fort, bis wir hier unten in der Mitte angekommen sind. Wie der rechts geneigte Rippenknoten funktioniert, wissen wir jetzt also. Und jetzt zeige ich dir noch, wie der nach links geneigte Rippenknoten funktioniert. Dafür teile ich mir die Stränge wieder in der Mitte auf und lege mir die erstmal beiseite. Und dieses Mal nehme ich den ganz rechten Faden und lege ihn mir hier wieder an dieser Seite entlang, also wieder in einem 45 Grad Winkel. Und das ist jetzt mein neuer Führungs- bzw. Leitfaden. Dieser Faden wird wieder einfach nur straff festgehalten und um den wird mit den restlichen Arbeitsfäden drumherum geknüpft.
Im Prinzip machen wir jetzt exakt dasselbe, wie wir gerade gemacht haben, nur spiegelverkehrt. Bedeutet, ich nehme jetzt den ersten Arbeitsfaden und komme dieses Mal von rechts nach links. Also lege mir den Kreis, den Halbkreis einfach nur andersrum, komme von rechts nach links über meinen Führungsfaden oben drüber und dann komme ich hier bei dieser Schlaufe wieder raus und halte mir den Führungsfaden einfach nur fest und ziehe mir den Arbeitsfaden nach oben. Das war der erste Schlag und um ihn zu vervollständigen, ihr kennt es schon von dieser Seite, müssen wir dasselbe einfach noch einmal machen, bedeutet wieder von rechts nach links über den Führungsfaden drüber und dann hier bei dieser Lücke raus. Ich halte mal meine Hand noch mal kurz drunter, damit ihr das gut erkennt, wie es aussieht und dann kann ich mir das einfach wieder festziehen. Ich zeige es nochmal. Wir nehmen den nächsten Arbeitsfaden, kommen von rechts nach links in einem Halbkreis über unseren Führungsfaden und hier bei dieser Lücke raus und ziehen uns das fest. Und um ihn zu vervollständigen, machen wir dasselbe noch einmal. Also wieder hier von rechts nach links einen Halbkreis über den Führungsfaden, hier bei der Lücke raus und dann ziehen wir uns das fest. Das ist jetzt mein zweiter Rippenknoten, mein nach links geneigter Rippenknoten und einen machen wir noch zusammen. Ich halte meinen Führungsfaden weiterhin straff fest, komme mit dem nächsten Arbeitsfaden von rechts nach links, wie in einem Halbkreis sozusagen über meinen Führungsfaden drüber, schiebe ihn mir hier nach hinten durch und komme bei dieser Lücke wieder raus und dann kann ich mir das Ganze nach oben schlängeln. Und um ihn zu vervollständigen, mache ich dasselbe noch einmal. Und jetzt knüpfe ich hier wieder die restliche Reihe fertig und dann zeige ich euch gleich, wie wir das unten noch verbinden können. Ich habe jetzt also auf beiden Seiten 11 Rippenknoten gemacht, also hier einmal 11 nach rechts geneigte Rippenknoten und hier einmal 11 nach links geneigte Rippenknoten. Jetzt sehen wir aber schon, wir haben hier noch so eine kleine Lücke und das sieht nicht ganz so hübsch aus. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch einfach die vier mittleren Stränge und macht einen Kreuzknoten oder, und das ist meine liebere Variante, wir machen einfach noch einen weiteren Rippenknoten, um das zu schließen. Und zwar behalten wir uns jetzt diesen Führungsfaden, den wir gerade eben ja schon auch hatten, bei und nehmen dann einfach den nächsten Faden, der vorhin unser Führungsfaden war, ganz normal als Arbeitsfaden her und machen dann einfach nochmal einen Rippenknoten. Nicht vergessen, der besteht immer aus zwei Schlägen und dann ist das jetzt hier schön verschlossen und man sieht nichts mehr. Und damit ihr das jetzt ein bisschen üben könnt, könnt ihr jetzt hier einfach noch weitere Rippenknoten zum Beispiel drunter machen. Also teilt euch die Stränge wieder in der Mitte auf und dann macht ihr hier 11 Rippenknoten und dann machen wir danach die rechte Seite und hier machen wir dann insgesamt 12, weil dann nehmen wir nochmal einen mehr. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video geholfen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und außerdem bin ich riesig gespannt, was euer erstes Projekt sein wird oder was es vielleicht auch schon war. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Knüpfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.